An island named Diofield. Long known as the home of the gods, the island has basked in nothing but peace for centuries. Alas, an inescapable wave of chaos and change appears to be approaching. While sojourning in Leicestershire at the Leicester residence, the fourth-born prince, Avantia Shatham, comes under attack. Amidst the chaos, Andreas and Frederick hurry to his aid, and under their courageous protection, he escapes the manor. However, they are ambushed, and Levantia is felled by an assassin's hand. With his last breath, he entrusts the future to his friends. Levantia's now limp hand bears the mark of the blessed, proof of his rightful claim to kingship. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Spielevorstellung. Es wird kein Let's Play, aber ich kann auch nicht einfach achtlos an diesem Spiel vorbeigehen. Ich finde, wir sollten uns das gemeinsam mal ansehen, denn die Entwickler haben sich viel Mühe gegeben, hier ein neues Konzept umzusetzen. Ob das was für euch ist oder nicht, werden wir im Verlauf dieses Videos sicherlich herausfinden. Das Spiel ist von dem Publisher Square Enix und den muss ich mal lobend erwähnen, denn momentan ist es ja schwierig für Publisher geworden. Die Spielentwicklung ist unglaublich teuer bei diesen großen Projekten, bei diesen AAA-Titeln. Und die, damit sich die Kosten irgendwie wieder reinholen lassen, werden die Spiele immer mehr zu Mainstream und immer die gleichen Konzepte werden wieder verwurstet. Dann gibt es teilweise noch alte Konzepte, die neu aufgewärmt werden und da kann es eigentlich nur Fehler bei geben. Entweder macht man das Spiel genauso wie das alte mal war, um die alten Fans nicht zu vergraulen. Dann könnte man aber auch sagen, dann kann ich direkt das alte spielen. Oder die Entwickler gehen teilweise etwas neue Wege, was dazu führt, dass die alten Fans sagen, nee, das ist nicht mehr mein Spiel, das will ich nicht spielen. Hier bei Diofield ist es so, wir haben das Grundprinzip von alten Spielen, ein bisschen wie vielleicht Tactics Ogre, aber in einem ganz neuen Gewand. Und da kommt jetzt ein schrecklicher Begriff für viele meiner Zuschauer. Das Ganze findet in Echtzeitkämpfen statt. Was aber nicht direkt abschalten, nicht so schlimm sein muss. Denn erstmal haben wir hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also wer sagt, Echtzeitkämpfe sind mir zu hektisch, kann es auch auf leicht stellen. Und wir werden aber sehen, die Echtzeitkämpfe sind gar nicht so hektisch. Die können durchaus auch Spaß machen. Ich bin wirklich nicht der Schnellste unter der Sonne. Wenn ihr bestimmte Videos von mir mal gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich eher zur langsamen Sorte gehöre. Aber wir spielen das hier auf normal, denke ich, das ist angemessen. Und letztendlich ist es halt so ein bisschen, ja, vielleicht auch Fire Emblem, aber mit Echtzeit. Und große Namen sind hier vertreten. Ihr werdet es an den Charakterdesigns sehen. Der Typ, der für Final Fantasy 15 ja, für den Artstyle verantwortlich war, ist es auch in diesem Spiel. A Way of Life. Ja, eine Lebensart, Kapitel 1. Ich erwarte hier übrigens ein sehr episches Spiel. Er ist jetzt 8 Jahre nach dem Vorspann, den wir gerade gesehen haben, wo der Prinz gestorben ist. Die Charaktere, die den Prinz gerettet haben, die haben sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Und mit denen kriegen wir gleich zu tun. Da ist mal eine rasante Kutschfahrt.
Frau kennen wir noch nicht. Die haben wir auch im Vorspann noch nicht gesehen. Diese Schergen, da haben es irgendwie auf die Frau abgesehen. Gesetzlose. Ah, ja, okay. Ja, ein Lanzenreiter. Wissen wir auch noch nicht, wer das ist. Aber immer gut, gegen Gesetzlose vorzugehen. Dazu kann ich auch nochmal sagen, ich erwarte jetzt in diesem Spiel nicht allzu viele Grauschattierungen, sondern eher ein bisschen Schwarz und Weiß. Aber das muss ja nicht schlimm sein. Die Charaktere zeichnen sich jedenfalls durch einfache Eigenschaften aus. Und ist jetzt keine Visual Novel, die wir hier spielen. Aber ich denke, ich erwarte zumindest trotzdem eine spannende Geschichte mit etlichen Wendungen. Ich kenne die Story nicht, aber ich verspreche mir schon einiges davon. So, ihr seht auch diesen Artstyle, der gefällt mir besonders gut. Ist so ein bisschen Diorama-Style. Es gab vor ein, zwei Jahren schon mal so ein Spiel, das hieß War Tiles. Das war auch so Diorama-ähnlich, dass so Hexfelder aufgebaut wurden und dann die Charaktere rundenbasierend tätig wurden. Das war mir dann aber auf Dauer ein bisschen langweilig. Und es war auch eher ein Low-Budget-Spiel, also das heißt, was hat das gekostet? 20 Euro oder so. Denn hier die nächste Horror-Nachricht, nachdem wir schon von Echtzeit gesprochen haben, ist der Preis von diesem Titel. Was das hier... Achso, am 22. September kommt es übrigens raus. Ich spiele jetzt gerade die Demo, die ist am 10. August rausgekommen. Hatte vorher noch keine Zeit, sie jetzt zu spielen. Jedenfalls 22. September kann man sich mal vormerken. Aber nur, um sich das Ding vielleicht mal auf die Wunschliste zu packen. Denn für 60 Euro das zu kaufen, da muss man schon einen dicken Geldbeutel haben. Da, also ich werde wahrscheinlich auf eine Rabattaktion warten. Aber gucken wir erstmal. Jo, jetzt werden wir das mal reingeworfen. Wir kennen die Charaktere noch gar nicht. Wir werden gleich drei Charaktere steuern können. Besiege alle Feinde, ja, ganz einfache Mission. Generell ist es halt immer so, wir haben hier keine Open World. Wir haben, wir haben eine Basis. Wir werden uns in irgendeiner Festung oder sowas frei bewegen können, damit Leuten sprechen können und so. Und dann ziehen wir immer wieder auf Missionen aus, um dann halt Feinde zu besiegen. So wie es ja halt bei wie bei Tactics Ogre oder Fire Emblem auch war. So far so good. Soweit so gut. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich lese die Texte, wenn jetzt hier englische Sprachausgabe ist, lese ich die nicht vor auf Deutsch nochmal. Ihr könnt sie dann ja lesen, ihr habt ja die Untertitel. Man kann die Sprachausgabe auch auf Japanisch setzen, aber ich denke, für dieses angespielt ist es wohl besser, die auf Englisch zu lassen. Da muss man nicht immer auf den Bildschirm gucken. We need to be sure the bandit's target hasn't come to harm. To the carriage. Ja. Frederick, ist, weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was da vor 5 Minuten gewesen ist in dem Vorspann einer der beiden, die versucht haben, den Prinzen zu retten. So, ich spiele das Ganze mit Controller. Es ist auch, das Spiel kommt ja für Konsolen und für PC raus. Es ist aber auf Controller ausgelegt. Man kann es auch mit Tastatur spielen, ja. Und man bewegt halt die Charaktere, ich klicke sie einfach an und dann kann ich sie halt mit Quadrat irgendwo hin bewegen. Und dann, wenn ich dann X drücke, dann legt er halt los mit der Bewegung. Ich habe keine Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Ich kann nur das Tempo oben rechts beschleunigen oder Normaltempo lassen. Und das Ganze wird auch noch entscheidend dadurch, dass bestimmte Missionsziele erreicht werden, wenn man eine Mission schnell erfüllt. Andere Missionsziele werden erreicht, wenn man eine Mission gründlich erfüllt. Man muss sich so ein bisschen festlegen. Also für die Perfektionisten unter euch, die unbedingt 100% von allen Missionsteilen erledigen wollen und
es hassen, wenn irgendwas nicht geschafft wurde, die werden sicherlich dann Probleme bekommen. Ich finde das sehr reizvoll. Man kann sich dann nämlich überlegen, wie möchte man, worauf legt man jetzt Priorität? Sucht man noch nach Schätzen in der Mission oder sagt man sich, nee, lieber schnell, dann kriegen wir noch Weiterentwicklungspunkte und so. Ja. Aber ansonsten, die Grafik muss ich nochmal hervorheben. Deshalb auch, also die Grafik ist sicherlich mit Schuld an dem hohen Preis des Spiels, weil das sowas kostet halt viel Geld, sowas zu machen. Ja. Mich interessiert eher das Kampfsystem, ich finde es innovativ. Und das ist mir wichtiger, als immer wieder mein Lieblingskampfsystem zu spielen. So, jetzt gehen wir einfach mal mit irgendeiner Figur hier hin und gucken, wer da noch so in der Kutsche wohnt. Are you hurt? Who are you? Let's just say that we're soldiers. Ja, wir sind Soldaten, aber wahrscheinlich dienen wir keinem Banner, sondern sind auch so Freischärler, die sich vielleicht zur Aufgabe gesetzt haben, hier gegen Gesetzlose zu kämpfen, aber wir haben keinen oberen Dienstherrn. Übrigens sehen wir hier unter den Charakterbalken, also mit grün mit den Hitpoints, sehen wir noch einen lilafarbenen Spezialenergiebalken, also könnte vielleicht auch sagen, es ist eine gewisse Art Ausdauer, womit die Spezialaktionen machen können. Und wir sehen das Symbol, verschiedene Charakterklassen, also zweimal Nahkämpfer haben wir da, wobei links oben halt jemand mit Schwert und Schild kämpft, also eher defensiv. Unten der Charakter, den würde ich eher so als Rogue bezeichnen, also Damage-Dealer, der am besten von hinten angreift und so. Und dann halt noch unsere Kavallerie mit Frederick. Soldiers? Then might I ask you to secure this area? You will be rewarded, of course. Ja, und sie gibt uns schon direkt einen Job. Wir sollen das Gebiet sichern. Natürlich gegen Belohnung. Also könnte man sagen, wir sind dann vielleicht keine Soldaten, sondern eher Söldner. Oh, and take this as well, just in case. It's a prototype, but it should serve you well. Und wir kriegen direkt noch Hightech zur Verfügung. Certainly. Please, seek shelter and leave the fighting to us. Okay. Die Dame bleibt erstmal noch in der Kutsche und wir räumen hier nochmal auf, ob hier noch anderes Gesocks rumläuft. Und dann kann sie sich danach ja frei bewegen. Who do you lot think you are, sticking your nose in where it don't belong? Hand her over! Ja, wahrscheinlich haben diese Gesetzlosen Auftrag bekommen, die Dame zu entführen oder zu töten. Da werden also schon irgendwelche hochgestellten Persönlichkeiten dahinter stecken, die diese Frau gerne loshaben möchten. Everything's going according to plan. You remember the next steps, Rias? Das finde ich übrigens interessant. Ihr seht hier gerade den Namen Rias. Der heißt nicht etwa Rundfunk im amerikanischen Sektor, sondern der heißt Andreas. Und das wird aber nicht Andy abgekürzt, sondern halt Rias. Finde ich ganz putzig. So, das Kampfsystem sieht im ersten Augenblick sehr primitiv aus, aber wir bekommen Fähigkeiten ohne Ende. Es hat sehr interessante taktische Komponenten. Wer das alles nicht mag, kein Problem, es gibt den leichten Schwierigkeitsgrad. Dann einfach alle gemeinsam auswählen und drauf auf den Gegner, und das funktioniert auch. Unser Ziel wird es jetzt aber sein, dass wir möglichst die Schildträgerin von vorne gegen den Gegner schicken und die anderen greifen dann eher von hinten an. Dann kriegen wir halt Erstellungsbonus. Und ja genau, der helle Kreis, der gehighlightete Kreis da, das ist halt die Sichtweite des Gegners. Also wenn wir uns außerhalb dieser Sichtweite befinden, dann reagiert der Gegner noch nicht. Sobald wir diese Sichtweite betreten, wird der Gegner uns angreifen. Of course. Good. Then let's get this done. Genau. Andreas ist halt dieser Roguelike-Charakter. Also Roguelike klingt jetzt wie diese Spielform, aber halt der so der, ja, der Heimlich-Tour, der von hinten gerne angreift. Frederick ist unser Ritter. Ja, unsere Missionen haben in der Regel mehrere Ziele. Das heißt, wir müssen Stück für Stück die Sachen abarbeiten. Ist auch sehr einfach. Also man kann sich hier schlecht verlaufen, das ist kein Problem.
Gut, dann drücken wir doch jetzt einfach mal RT. Ich dachte, ich wollte... RT, ich habe eben RB gedrückt. So, hier können wir uns nochmal angucken, wie so die Karte aussieht. Und das finde ich echt... Ach, ich bin begeistert von dem Grafikstil. So, nun aber gehen wir mit unserer Schildmaid mal erstmal hier so vorsichtig hin. Got it. Du. Was ich übrigens ein bisschen vermisse, ist, dass man den Charakteren erstmal allen Befehle gibt und dass die dann im Anschluss alle gemeinsam ausgeführt werden. Das geht aber dann so nicht. Very well. So, und du gehst vielleicht auch nochmal. Man muss es jetzt nicht übertreiben, ne? Also, der Kampf wird uns jetzt nicht umbringen. Got it. Ah, jetzt greift er doch schon an. Das sollte er doch nicht. Ach mein Gott. Got it. Da bin ich zu dicht an den Kreis rangegangen. Und da war Fredrit im Übereifer. So, und du solltest bitte auch noch was machen. On my way. Spezialangriffe kommen übrigens noch dazu. Das wird uns im Spiel gleich noch erklärt. Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen. Jetzt greift halt die Schildträgerin aus dem Hinterhalt an. Genau andersrum, als ich es eigentlich gewollt hatte. Aber gut. Dann machen wir jetzt mal ein anderes Prinzip. Sie greift oder geht schon mal hier hin. Und die anderen kommen dann aus dem Hinterhalt nach. Let's get going. So, du gehst dann schon mal hier hin. Und dahin. Und du gehst hier hin. Und greifst dann an. Very well. On my way. War jetzt nicht direkt von hinten, wie die anderen Leute angreifen, aber kriegen trotzdem Hinterhaltbonus. Zumindest unser Reiter. Und der macht auch am meisten Damage. Target eliminated. You're lucky to have made it this far. But your luck ends here. There are even more of them to deal with now. What's the plan? Ja, wie ist wohl der Plan, Islea? Wir werden die einfach umhauen. Let's find ways to hit as many of them as we can at once. Does that sound doable, Rias? So, genau. Jetzt werden uns die Fähigkeiten erklärt. Die kosten EP. Keine Ahnung, wofür die Abkürzung steht. Very much so. I'm ready when you are. Good. Then let's get this over with. So, ich fange trotzdem noch mal wieder vorsichtig an. Oder eigentlich kann sie ja schon mal hinlaufen. Sie ist ja ohnehin langsam. Got it. Gehst du schon mal hier rüber? Beziehungsweise hätte ich auch direkt X drücken können. Understood. Und du gehst erstmal hin. Ja, er kommt noch nicht in den Kreis. Ich hoffe, er greift jetzt auch nicht an. Ja, alles klar, ist gut. So, jetzt machen wir hier mal Spezialangriff. Also genau, ich muss keinen Charakter vorher auswählen. Ich drücke einfach Y beziehungsweise Kreis, Dreieck und dann kann ich hier die Charaktere auswählen. Dann sagen wir hier einfach mal Vorstoßangriff. Einmal hier niederreiten. Push forward. Und dann, genau, hier haben wir eine Abklingzeit für den Vorstoßangriff. Wir können jetzt noch Schildstoßen machen. Wir können Attentat machen, um den jetzt nochmal von hinten anzugreifen. Und ja, machen wir doch noch einen Schildstoß. Here goes. Schildstoß ist eigentlich nicht, um Schaden zu machen, sondern dass wir weniger Schaden bekommen. Wenn uns die Statuseffekte nochmal erklärt, der Gegner ist jetzt benommen. Achso, und er hat nur seinen Spezialangriff gemacht. Er hat noch nicht wieder angegriffen. Got it. Können wir auch mal in Position bringen.
Es braucht so ein bisschen Gewöhnungszeit an dieses System. Aber ihr seht, es ist jetzt nicht rasend schnell. So, unten rechts übrigens seht ihr noch so ein blauer Kreis, der sich auffüllt. Der wird uns gleich auch noch erklärt, was das ist. Final Fantasy Kenner wissen, das ist so eine Art Limit Break, dann könnte man vielleicht sagen. Nur hier mal ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, ich gehe einfach erstmal hier so in die Richtung, in die Grube. Machen wir erstmal den hier. Understood. Ich hoffe, der wird jetzt nicht schon vorher alarmiert oder meine Leute sind vielleicht zu übereifrig. Genau, du kannst jetzt eigentlich schon mal da angreifen. Ich kann jetzt übrigens nicht Schildstoß auswählen, dass sie dann vorstürmt und Schildstoß macht. Sie muss erst schon in Gegnerreichweite sein, damit sie das machen kann. Got it. So, und jetzt können wir mal sagen, erstmal Vorstoß. Genau, gegen beide, vielleicht geht es gleich noch. Push forward. Nee. So, jetzt den Schildstoß. Und direkt das Attentat hinterher. Be gone with you. So, jetzt kannst du da von hinten angreifen. Hier, unsere Schildträgerin wird hier noch mit angegriffen, das ist aber nicht so schlimm. You call that an attack? Der eine wird eh gleich platt sein. Alright. Lock down. So. Und wichtig, dich mal hier hin, greif dann da an. Dann machen wir nochmal einen Schildstoß. Here goes. Übrigens ein wichtiger Punkt, das wird im Spiel noch erklärt, aber ich mache es jetzt vielleicht einfach schon mal. Ich gehe mal kurz hier hin. Understood. Klingt komisch, aber wir haben jetzt Heilung bekommen. Very well. Push forward. Yet another foe defeated. Hey, that orb has started glowing. So, die Kugel, damit meint sie den Spezialgegenstand, den wir eben noch von dieser Kutscheninsassin erhalten haben. Does that mean we can use it, perhaps? Ja, den können wir jetzt vielleicht benutzen, den Gegenstand. Was mag das wohl sein? Royal Government Prototype, huh? Well, let's see what it can do. Ein Prototyp der königlichen Regierung. Genau, rechts unten, das sind unsere TP, also unsere Technikpunkte wahrscheinlich. Da können wir 3 Punkte insgesamt erreichen. Und dann nutzen wir sogenannte Magiluminsteine, um dann Esper zu beschwören. Ja. Und jetzt im Moment haben wir am Anfang Bahamut. Und den können wir hier mal ein bisschen in Aktion sehen. Einfach wieder Y. Bahamut. Achso, genau, ich bin jetzt noch zu weit weg. Ich müsste mich jetzt erstmal hier irgendwo hinbewegen. Very well. So, dann können wir die 3 auf einmal erwischen. Und wir sehen da schon Totenschädel, das heißt, der Angriff wird die wahrscheinlich alle töten. Aber wir sind noch nur Stufe 1. Push forward. So, hier haben wir nur ein Hauptziel gehabt, die Rettungsmission abzuschließen. In den nächsten Missionen gibt es halt noch Nebenziele, von denen wir aber nicht unbedingt immer alle erreichen werden. Oben das Gold, oder wie es hier heißt, Guld, was wir verdienen. Und rechts oben sind,
so eine Art Skillpunkte, die wir dann in so einem Fähigkeitsbaum ausgeben können. Oder eigentlich sogar in mehreren Fähigkeitsbäumen. It would seem I've grown stronger. Genau, diese Fähigkeitspunkte sind nochmal wieder was anderes als die Skillpunkte. Also man kann die Charaktere wunderbar ausbauen, das gefällt mir auch sehr gut an dem Spiel. Man hat das Gefühl, dass sich ständig was verbessert und so. Das ist. Thank goodness you were here. Would you mind if I asked your names? My name is Frederick Lester. My companion here is Andreas Ronderson. Genau, das sind die beiden, die den Prinzen gerettet hatten für kurze Zeit. And vor 8 Jahren. Is Isla Wigan. We are in the employ of the Wigan family. Genau, die Frau ist Isla Wigan und die beiden. Männer stehen jetzt halt in Diensten der Familie dieser Frau. Die müssen ja auch von irgendwas leben. I see. I am Lorraine Luckshaw. Are you familiar with Duke William Hendy of the Lord's Council? So, Herzog William Hendy kennen wir natürlich nicht, aber den werden wir gleich schon noch kennenlernen. The Duke is establishing a private military unit and has entrusted me with the task. Ja, und zufällig könnten wir eventuell als Söldner angeheuert werden für diesen Herzog. From what I have seen today, the three of you would be an ideal fit, should you be interested. If you are, visit our headquarters at Helm Camp. I will see to it you are let through. Bien, jetzt fährt sie alleine ohne Pferde die Kutsche weiter. A private mercenary unit, eh? It seems the plan's coming together, Andreas. Okay, wir haben auch irgendwelche Ziele, die ich aber nicht weiß. Und da ist es vielleicht ganz praktisch, wenn wir jetzt Söldner werden für ein Ratsmitglied. Vielleicht kommen wir dann unseren eigenen Zielen auch etwas näher. Aye, onward and upward. Let's go. Die beiden sind ja auch in die Situation so reingeschlittert, also... Der Königssohn wurde irgendwie angegriffen. Andreas and his fellow Central Field mercenaries come to the rescue of a government official, Lorraine Luckshaw, and are invited to join Duke Hendy's private militia as a result of the prowess they display. This unit is headed by Commander Yalzim Jordan, a former knight from a mid-ranking noble family. And the mercenary trio's first task is to go and meet their new commander at the unit's base. Here we are. Whoa! Look at this! It's amazing! Ja, ein Tisch. Wow! The Duke is said to be a connoisseur of foreign culture. This he would have had specially imported, I'm sure. Well, well, well. Not just a ragtag band of sellswords after all. I'm intrigued. Auf jeden Fall ein Fan von Hightech, die Leute hier. Auf dem Tisch können sie halt Schlachtformationen aufstellen und sich angucken Greetings, und so. Greetings, everyone. I'm the General Administrator for the unit, Lorraine Luckshaw. And this is our commander. Yulzim Jordan. I'm in charge of this unit. I assume you're the new recruits. Yes. I am Frederick Lester. Andreas Ronderson. Isla Wigan, at your command. Wigan? Well, he was a brilliant fighter. Never struck me as... the fatherly type. I'm sure you will endeavor not to sully our unit's name. I will. Now, like other mercenaries, we take requests from the citizenry. But with one important caveat. Since this unit is financed by Duke Hendy, his orders always take precedence. No exceptions. Don't disappoint him. Also im Prinzip ein bisschen wie Bracer. Muss mich noch ein bisschen zurückhalten, kommt sicherlich gleich noch Text, aber ich möchte dazu noch was sagen, zu dieser Truppe hier.
I trust in your ability. Ja. Denn es sind schwierige kriegerische Zeiten. Und da hat sich hier, haben sich so ein paar Leute aus dem Ort halt überlegt, wie können wir das Beste für die Bevölkerung tun und haben halt so eine Truppe ins Leben gerufen, um diesen Menschen bei den nötigsten Sachen zu helfen. Also wenn irgendwo ja, Gesetzlose auftauchen zum Beispiel, dann gibt es halt so eine Eingreiftruppe. Und das heißt, die Bürger können mit Bitten an uns herantreten und wir helfen dann den Bürgern. Aber finanziert wird das Ganze von dem Herzog, also wenn der Herzog ruft und wir sollen irgendwas tun, hat das natürlich Vorrang. Erinnert halt ein bisschen an Bracer, aber was mir eben auch bei den Dialogen auffällt, hier kommen die relativ schnell zum Punkt. Also Charaktere werden hier mit einem Satz klassifiziert, ja, dein Vater war ja ein großartiger Kämpfer, Punkt. Alles andere ist hier zu viel des Wortes. Aber das macht ja auch nichts. Hier steht halt das Gameplay im Vordergrund. Und die Story ist halt dann nicht ganz so ausschweifend, wie wir es sonst hier auf dem Kanal gewohnt sind. Once again, I shall now explain. Consequently, and with that, you will surely succeed. So, wir kriegen hier auch freie Ausrüstung, aber wir haben ja ein bisschen Geld bekommen. Sagen wir, uns wird hier eine Einkaufsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Come to think of it. Und wir kriegen einen neuen Magilumin-Stein. Achso, Magilumin. Ach Mensch, jetzt verstehe ich das erst. Von wegen Magie und Leuchten. Ein Leuchtmagiestein könnte man auch sagen, aber stattdessen lieber lateinisch Magilumin. Magiluminstein. Ein Magiluminstein. Ja, sonst könnte er explodieren. Das wollen wir auf keinen Fall. Very well. So, und dieses Lager ist quasi unsere Welt. Im Großen und Ganzen, wenn wir nicht auf Mission sind. Diese ganzen Sachen, was jetzt im Menü gesagt wird, was wir schon tun können, wird uns alles noch erklärt. Das können wir jetzt noch nicht direkt tun. So, Hauptquest, Nebenquest, wie man es bei einem Spiel, so wie auch bei Atelierspielen und so, gewohnt ist, wie ich es liebe. Man kann sich selbst aussuchen, welche Aufträge man machen möchte und so. Am Anfang sind wir natürlich noch so ein bisschen am roten Faden. Aber ich denke, das wird sich geben. Gut, wir sehen jetzt hier und links unsere Quest, ein nervöser Schütze. Und der nächste Schritt in der Quest ist, dass wir mit dem Ladengehilfen reden sollen. Und wo der ist, sehen wir neben der Minimap, also ja, östlich von uns, befindet sich irgendwo diese Person. Wir können jetzt hier auch noch mit den Charakteren reden, aber die sind sehr einsilbig. So ein bisschen Final Fantasy mäßig. As expected. As expected. Immer nur ein Satz. What is it? Irgendwo scheint es unsichtbare Leute zu geben, die uns die Türen öffnen. Das finde ich auch sehr nett. Und auch mit dir reden wir später. So, hier haben wir den Laden. Und auch da sehen wir ja, so ein Hightech-Tisch mit irgendwelchen Leuchtpunkten. Keine Ahnung. Eine Truhe, wo wir noch nichts machen können. Und letztendlich, er ist übrigens nur der Gehilfe, mit der mit uns redet. Wenn wir kaufen wollen, dann machen wir das über den Katalog hier. Yes. Ah, Andreas. Lorraine hat mich schon über alles informiert. And also, hier, diese Waffe ist für dich. Ja, und da haben wir eine Waffe bekommen, die aussieht wie ein Dolch. Letztendlich ist es ein Entermesser, aber gut. Designs sind halt verschieden. Yeah, well,
Ich weiß, die Waffe macht nicht besonders viel her. Aber etwas Besseres bekommst du in der Stadt nicht. My thanks. Danke. Oh. Da hast du zufällig eine Beamtin gerettet und gleich von einem Herzog angeheuert worden. Das nenne ich mal Glück. Ja, das Glück des Tüchtigen, würde ich mal sagen, ne? So könnte man es wohl sagen. Yeah. Ich habe ein Gefühl, dass du für Großes bestimmt bist. Geben wir unser Bestes für die Truppe, ja? Ja, hier sieht man eben, dass die Story sich aufs Wesentliche konzentriert. Normalerweise von der Logik kann der Ladengehilfe überhaupt keine Ahnung haben, dass wir für was Großes bestimmt sind. Es hat halt Game Design technische Gründe, dass uns das jetzt so gesagt wird. Ja, ich muss dir das sicherlich nicht sagen, aber du musst die Waffe erstmal ausrüsten, um sie zu verwenden. Genau, das können wir jetzt tun. Und da wird das nochmal erklärt. Achso, genau, Blaufuchsabzeichen. Wir sind hier so eine Blaufuchstruppe und können halt Abzeichen gewinnen. Es kommt dann irgendwann noch. Erstmal ausrüsten. So, wir haben Andreas. Genau, und die, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Die Ausrüstung, die wir bekommen, steigert eben nicht nur die Attribute, sondern bringt uns eventuell auch noch Fertigkeiten bei, die wir dann einsetzen können. So, wir haben eine Waffe und ein Stück Zubehör, was wir tragen können. So, nehmen wir mal die Waffe. Wir haben jetzt ausgerüstet, oder steht das da? Genau, ein Dolch, der bringt Angriff plus 9 und als Fertigkeit Attentat. Und jetzt haben wir unser Entermesser, was genauso aussieht wie der Dolch. Das ist jetzt so eine Sache, die mir nicht so gut gefällt. Also hier haben wir einmal einen stahlfarbenen Dolch und einmal einen goldfarbenen Dolch, wobei der goldfarbene Dolch halt Entermesser ist. Wir bekommen nochmal 9 Punkte Angriff dazu, das heißt plus 18 bringt das Ding, 15 maximale EP dazu und eben eine neue Fertigkeit, nämlich Sprungangriff. Also auf jeden Fall eine super Sache. So, Entersäbel, genau, nicht Entermesser. Und Säbel, dachte ich immer, sind so ein bisschen gebogen, aber man kann sich ja irren. Gucken wir uns die Details nochmal an. Genau, Abklingzeit 8 Sekunden, Sprungangriff 5 Sekunden. Das heißt, wir können vielleicht erst an den Gegner ranspringen, dann noch ein Attentat machen. Ja. So, wir können das uns noch nicht angucken. Ne, okay, das wäre halt der Fähigkeitsbaum, wenn wir jetzt Punkte gesammelt haben. Können wir noch bestimmte, was weiß ich, Angriffswerte oder Verteidigungswerte von ihm steigern. So. Bronzestiefel 50 LP, alles klar. Und zweites Zubehör haben wir noch nicht. So, wo wir aber gerade mal hier im Laden sind, könnten wir vielleicht für einen von den beiden auch nochmal eine neue Waffe holen. Anyway. So, jetzt sollte ich mal nach Izzy und Fred sehen. Ja, aber erstmal hier nochmal einkaufen. Hier das übliche Problem. Ich bin gerade, das ist bei vielen Spielen, fällt mir das auf. Ich gehe mit dem Charakter an ein interagierbares Objekt dran und die Auswahl springt dann aber um auf ein weiter entfernt liegendes Objekt oder Charakter. Eigentlich wollte ich ja das jetzt, wenn ich jetzt näher rangehe, zack, bin ich auf einmal bei dem Ladenbesitzer. Gut. Jetzt eine weitere Sache, die ich nicht so gut finde. Das ist ein Schönheitsfehler, aber naja, könnte man halt anders machen. So, wir gucken erstmal nach Waffen. Das ist, denke ich, das A und O bei den Spielen. Ich kaufe immer erst Waffen und dann irgendwie Rüstung oder so. So, Dolch haben wir jetzt bekommen. Jetzt gucken wir mal. Wir sehen hier, der normale Dolch, den wir hatten, kostet halt 100. Das Ding, was wir jetzt geschenkt bekommen haben, kostet 400 und das kostet 1200. Also für Dolch, interessant. Wenn wir jetzt keinen Dolch hätten, sondern Schwert und Schild, wie sieht das denn da aus? Aha! Einfaches Schwert und einfaches Schild zusammen 100 Gold. Etwas besser 400, noch besser 1200. Mhm.
Und wie ist das bei Bögen so? Ach, 100, 400, 1200. Ups, da wollte ich nicht rausgehen. Und bei Äxten und bei Lanzen und Gewehren ist es immer gleich. Und das finde ich halt langweiliges Game Design. Ich denke, unsere Schwert- und Schildträgerin, die wird immer da im Kampf involviert sein. Auch immer als Erste. Vielleicht sollte die noch eine vernünftige Waffe kriegen. Wir haben jetzt 1500 Gold und ich würde ruhig einfach mal was ausgeben. Zum Beispiel der Schildansturm, der könnte ganz reizvoll sein, um schnell an Gegner ranzukommen. Angriff plus 25, haben Angriff plus 7. Das wären 18 dazu. Wie ist das bei den Lanzen? 8 plus 32, bis 32 sind 14 dazu. Ne, sind 24 dazu. Dann nehme ich vielleicht doch eher die Lanze, dann machen wir mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. So. Frederik kann das auslösen, oder Fredrett. Für mich bleibt es immer Frederik, aber gut. Achso, wir können uns die Sachen nochmal eben angucken. Gegenstände, ja. Wir können jetzt hier irgendwelche Tränke kaufen, die uns entweder Hitpoints oder Energiepunkte, genau, EP wird wohl Energiepunkte sein, wieder auffüllen. Oder Helme für mehr Abwehr, Stiefel für mehr Hitpoints und solche Sachen. Und die sind sogar sehr günstig. Vielleicht hätte ich doch nicht alles in die Waffe stecken sollen, sondern auch noch mal ein bisschen was anderes kaufen sollen. Vielleicht ein zweites Zubehörteil. Wir haben jetzt noch 300. Angriff plus 3 nochmal. Nee, komm, wir kommen so zurecht. So, Fredrik kriegt noch seine neue Lanze. Achso, die ist schon ausgerüstet, alles klar. Hat er im Laden automatisch gemacht, das finde ich sehr nett. Spart Zeit. Gut, dann gehen wir mal zu den anderen. Das war so easy. Are you serious? Also richtig willkommen fühle ich mich hier noch nicht. Alle sehen mich an, als wäre ich ein Niemand. Ja. Das ist die Frage. Ist das hier so eine männerdominierte Gesellschaft, wo du als Frau nicht zu sagen hast? However. Ah, das wird sich schon ändern, wenn sie dich erstmal kämpfen sehen. Zorak war dir ein guter Lehrer. Genau. Vielleicht definiert sich der Status eines Menschen hier auch durch seine Kampfkraft. Und ihr als Frau trauen sie nicht zu. Zu Hause war ich wirklich unschlagbar. Aber nur bis ihr beiden kamt. Wie lange ist das jetzt her? 7 Jahre? Ja, man muss stets offen sein für neue Herausforderungen, Izzy. Behandle mich ruhig wie ein Kind, solange du noch damit durchkommst. I'll show you. Eines Tages werde ich auch so eine Legende sein wie mein Vater. Du wirst schon sehen. That'll do it. Aber sieh dich vor. Bald bin ich es vielleicht, die dir Befehle gibt. Aye. Ja, das werde ich mir merken. There we go. Eine Söldnertruppe. Noch dazu eine mit engen Verbindungen zur Regierung. Endlich ist es soweit. Das heißt, Fredrik hat auch auf etwas hingearbeitet. Wir wissen noch nicht genau was. Oh, really? 7 Jahre ist es mittlerweile her, dass Levi gestorben ist, aber mir kommt es wie gestern vor. Ja, Levi war der 4. Sohn des Königs, der aber eben auch das Mahl hatte, mit dem er der rechtmäßige König geworden wäre. Damn. Ich frage mich jeden Tag, wenn ich nur ein bisschen stärker gewesen wäre, hätte ich dann etwas tun können?
Ich weiß natürlich, dass solche Grübeleien zu nichts führen. Eine weitere Schwäche von mir. All the more reason. Aber wenigstens hat sie mich dazu veranlasst, mir etwas zu schwören. I need to muster more strength first. Und zwar stärker zu werden. Stark genug, dass ich bereit sein werde, wenn die Zeit gekommen ist. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, er ist in so einer Vorbereitungsphase. Er weiß, irgendwann kommt sein Zeitpunkt und dann muss er gewappnet sein. Dann muss er bereit sein, wenn dieser Zeitpunkt kommt. Do me proud. Wir werden die Welt erschaffen, von der Levi mal geträumt hat. Du und ich gemeinsam. Ei. Ja, das werden wir. Things are going rather well, wouldn't you say? Läuft ziemlich gut, findest du nicht auch? Yeah, I mean, finding out those bandits' plans? Talk about a stroke of luck. Ja, ich meine, die Pläne dieser Banditen herauszufinden, was für ein Glückstreffer. Ah, das war also nicht unbedingt Zufall, sondern die drei haben herausgefunden, was die Gesetzlosen vorhaben, nämlich die Regierungsbeamten da entweder zu töten oder zu entführen, und haben diesen Plan dann bewusst durchkreuzt. Ich weiß, du hast deine Mittel und Wege, Rias, aber wie hast du das bitte aufgeschnappt? I simply happened across it. Ja, das ist mir so zugefallen. This is a big step forward in any case. Das bringt uns auf jeden Fall weiter. For Izzy, as she strives to prove herself, and for you and I, as we aim to bring peace to the country. So, jetzt lernen wir schon mal ein bisschen die Ziele von den Leuten kennen. Izzy wird nicht als vollwertig angesehen und versucht deshalb, sich zu beweisen, dass sie eine würdige Kriegerin ist. Und die anderen beiden versuchen, das Land zu befrieden. May our dreams spur us on to victory. Mögen unsere Träume uns zum Sieg führen. Ja, das, weswegen es hier noch nicht ganz so schlimm ist, ist übrigens, wir leben hier auf der Insel Diofield. Und auf dem Hauptland, da ist schon ein böser Krieg und da hat man es nicht so leicht. Also hier kommen wir noch einigermaßen zurecht. And may we three fight as one. Genau, mögen wir drei als Einheit zuschlagen. Hier, hier. Ich finde die englischen Stimmen übrigens ganz gelungen, so britisch. The era of myths gives way to an era of great turmoil. War looms dark over the Rotail mainland, and amid the unrest, the common bandit Trovelt Chauvier sees his opportunity and establishes an empire. Commanding a disciplined army and versed in modern magic, the empire is a power to be reckoned with. It promptly establishes control over the western part of the continent. Rotail's other nations respond by forming an alliance to combat the threat of the Empire. Despite their combined strength, they were largely powerless to resist the Empire's advance. The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos. The Kingdom of Alatane, on Diofield Island, situated off the northwestern coast of Rotail. On the mainland, the war reached a stalemate when the powerful Vermin Republic joined forces with the Alliance. The two sides were now evenly matched. However, localized fighting continued to intensify in a bid to secure Jade, a resource for modern magic. With Jade believed to be abundant on Diofield, the attention of both the Empire and the Alliance inevitably turned towards the island. The Kingdom of Alatane, ward of the Orgus, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. Nachdem sich Herzog Hendes Söldnertruppe angeschlossen haben, gehörten Andreas, Ferdet und Iselea bald zu ihren. Wichtigsten Leuten wahrscheinlich. Hab's nicht zu Ende lesen können. Got a sec?
So, also wir haben jetzt hier einen Monat zugebracht, bewiesen, dass wir mit Waffen umgehen können, dass wir unsere Missionen erfüllen können. Und ansonsten auf der Hauptkarte haben wir gerade gesehen, ein Krieg tobt. Ein Bandit hat die Gelegenheit genutzt und sich zu einem Herrscher einer Allianz gemacht. Und die Allianz hat es auch mit Hilfe von Magie geschafft, den größten Teil des Kontinents zu erobern. Und ein Land auf dem Kontinent leistet halt noch Widerstand und wir unterstützen dieses Land hier von unserer Insel Diofield. Ja, schon wieder zurück, Rias. Das geht aber mal fix bei dir. Right. Wie lange bist du jetzt hier? Einen Monat? Und bist schon fast so unentbehrlich wie ich. Ey, du hast noch nicht mal einen Namen bekommen. So unentbehrlich kannst du gar nicht sein. Oh, bother. Ach komm schon, das war doch nur ein Scherz, so beleidigte Leberwurst. Lorraine sucht dich übrigens. Und weißt du was? Nachdem du bei ihr warst, kannst du mir ein Bierchen ausgeben. Nichts für ungut, ja? So, wir sind immer noch bei der Quest Ein nervöser Schütze. Die Quest geht jetzt also schon einen Monat lang. Und wir sollen mit Lorraine sprechen. Achso, genau, hier haben wir erstmal unser Quest-Log. Auftragsbrett. Und da sehen wir, wir bekommen als Belohnung, also wir haben jetzt den vierten Schritt von 6, 2 SP hier oben, die Dinger, bekommen wir als Belohnung. Und damit können wir ganz tolle Sachen machen. As expected. Eure Leistungen und die eurer Kameraden im vergangenen Monat waren mehr als nur bemerkenswert. Andreas. Euer strategisches Verständnis und euer Talent, an Informationen zu gelangen, sind beeindruckend. If you wouldn't mind. Ich würde sagen, eure Einheit hat sich ihren Platz bei uns am Kommandotisch mehr als verdient. Okay, das heißt, wir dürfen jetzt ein bisschen mitentscheiden, was wir machen. Vorher haben wir nur Aufträge befolgt. How does that sound? Sammelt euch ruhig einen Moment und nehmt Platz, wenn ihr bereit seid. Hey! Eine gescheiterte Mission schadet aber eurem Ruf und fällt auf mich zurück. Vergesst das nicht, hört ihr? So, eine neue Mission freigeschaltet. Weiß nicht, ob wir jetzt noch was tun können. As expected. Ja. Okay, hier haben wir nur die Einzeiler. What is it? Ja, ich möchte jetzt in dieser Folge nicht diese Mission machen. Der möchte ich gerne ausgiebig Zeit widmen, um dann verschiedene Spielelemente nochmal auf Spielelemente hinzuweisen. Deshalb denke ich, wir machen jetzt genau hier Schluss. Und wer Interesse an dem Spiel hat, wird sich sicherlich auch noch die zweite und dritte Folge dann ansehen. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.